Oh mein Gott, Leute, ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video hier. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Mir geht's sehr gut, bis auf dass die Müllabfuhr so unglaublich laut ist. Und ich habe die Fenster halt zu, ne? Wie ihr eventuell auch erkennen könnt, bin ich nicht bei mir zu Hause. Weil was ist das für ein Hintergrund hier? Ich glaube, wir kennen mich alle und wissen, dass das niemals etwas wäre, was ich irgendwie einrichten würde, um einen Videohintergrund zu machen. Was sind das für komische Lampen? Die stehen einfach schief. Diese Bilder machen keinen Sinn. Das ist eine Eule übrigens. Könnt ihr die Klappe halten? Ich befinde mich gerade in München. Und das hier ist meine Wohnung, die ich nicht selber eingerichtet habe, obviously. Ich habe die bekommen, weil ich die nächsten 3 Monate hier verweilen werde. Oh mein Gott. Ich bin nämlich hier, um einen Film zu drehen. Und zwar die nächsten 3 Monate. Deswegen müssen wir uns mit diesem Hintergrund leider anfreunden. Ihr habt mir wieder Amazon-Links geschickt von den Produkten, die ich unbedingt testen muss. Und das Ding ist, ich habe diese Sachen halt literally vor 1,5 Monaten bestellt. Das heißt, ich habe keine Ahnung mehr, was ich da gekauft habe. Und das meine ich halt vollkommen ernst. Diese ganzen Sachen sind halt auch immer noch in ihren Originalkartons. Hier ist noch eins. Und da hinten liegt auch noch eins. Das heißt, es ist genauso eine Überraschung für euch wie für mich, was jetzt hier gleich passieren wird und was ich hier jetzt gleich auspacke. Wir gucken einfach mal, was ich da so gekauft habe. Ah, okay. Okay, ich weiß es wieder. Zumindest dieses Teil hier. Das ist so mega cool. Also es ist so dämlich, aber es ist richtig cool. Wir gehen jetzt mal zusammen aufs Klo. Und leider muss ich sagen, wir gehen wirklich zusammen aufs Klo. Ein Golfspiel für die Toilette. Wenn ihr auf dem Klo sitzt und mal wieder ein bisschen länger braucht, könnt ihr ab jetzt auch einfach eine Runde Golf spielen. Das ist halt so unnormal cool, ne? Ihr glaubt es eigentlich gar nicht. Do not disturb. Golf game in progress. Das hänge ich jetzt ja sowas von an die Tür. Das Golffeld wird aufgebaut. Unser Loch. Und wenn ihr jetzt ganz gemütlich auf dem Klo sitzt und euch denkt, mir ist echt langweilig, könnt ihr einfach eine Runde Golf spielen. I did it! Stellt euch vor, ihr würdet auf eine Party gehen und ihr geht aufs Klo und dann ist da einfach so ein Golfspiel auf der Toilette. Ich würde nie wieder zurück auf die Party gehen. Ich würde nur noch auf dem Klo hocken. Produkt Nummer 2 ist das hier. Und das ist... Was ist das? Hä? Ah, I remember. Das ist eine Cap Gun. Also es ist eigentlich nur ein ziemlich cooler, hoffentlich Flaschenöffner, mit dem man danach alles wegschießen kann. Problematischerweise habe ich keine Flaschen hier. Das ist halt das Problem, dadurch, dass ich nicht mehr weiß, was ich gekauft habe. Ich konnte mich überhaupt nicht vorbereiten. Ich muss jetzt erstmal eine Flasche kaufen gehen. Bin gleich zurück. Okay, Leute, never mind. Ich musste doch nicht einkaufen gehen. Ich habe noch eine Flasche in meinem Kühlschrank gefunden. Und lasst uns nicht darüber reden. Das ist komplett alkoholfrei. Das ist nur Saft. Es ist ein bisschen schlimm mittlerweile geworden, wie viel ich in Videos mit Alkohol zu tun habe. Ich schwöre, die ist einfach nur da drin, weil ich alles Unalkoholische schon ausgetrunken habe. Alkohol ist Gift für euch. Nicht trinken. Also zumindest nicht zu oft, bitte. Ich glaube, man muss das hier so nach hinten ziehen und dann die Flasche damit so öffnen. Ich mach das jetzt mal. Also die Flasche ist auf. Hä, aber das soll doch nicht wegfliegen. Ist es jetzt da durchgeflogen oder wo ist meine Kappe? Hab ihn. Wir tun jetzt einfach mal so, als hätte das geklappt. Hä, ich glaube, es hat geklappt. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich bin einfach nur dumm. Ich glaube, das ist richtig so, dass wenn man das hier geschafft hat, sofort rausfällt. Aber warum ist dann dieses Teil hier dran? Oh mein... Ich bin offiziell einfach wirklich dumm. Man kann es einrasten lassen. Woher soll ich es auch wissen? Hier ist keine Bedienungsanleitung dabei. Teil ist drin. Ich glaube, da ist jetzt ein Loch an der Decke. Das ist halt nicht meine Wohnung. Es ist halt 10.30 Uhr morgens. Ich sitze hier mit einem Gösser. Aber ich bin hier eh alleine, also wen juckt's? Ja, ihr seht mich und wisst jetzt, dass ich um 10.30 Uhr Alkohol trinke. Ich mache das nicht jeden Tag, ich schwöre. Kommen wir zum nächsten Paket. Und ich glaube, ich stelle diese Flasche jetzt mal ein bisschen weiter weg, damit es nicht ganz so unangenehm ist. Was zur Hölle habe ich bitte bestellt? Magisches Flaschenpuzzle. Und bevor ich das auspacke, hole ich jetzt wirklich mal eine Weinflasche, weil das macht ja keinen Sinn. Das habe ich nämlich nicht hier. Ich bin nämlich kein Alkoholiker. Alrighty, Leute. Ratet, wer eine Pulle Wein hat. Ich glaube, das ist eigentlich so ein Erwachsenenspielzeug. Das klingt falsch. Ich glaube, jetzt kann man erkennen, was ich hier tue, oder? Das ist einfach eine riesige Anleitung. Oh mein Gott. Okay, Ausgang. Wir machen das jetzt einfach.
Ja, und jetzt kann man das gute Teil verschenken und wenn die Person es niemals aufkriegt, dann wird die Flasche halt einfach schlecht. Ich glaube, das hier testen wir auch gleich mal an meinem Freund aus. Minimaler Umgebungswechsel. Wir sind wieder in unserer geliebten Umgebung. 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 Und wir haben einen Gast. Hallo. Hi. Ich bin ein bisschen durch. I'm sorry. Das passt, dass du ein bisschen durch bist, denn du hast jetzt eine ganz einfache Aufgabe zu erledigen. Wenn ich das schon sehe. Kannst du bitte mir die Weinflasche da rausholen? Das Problem ist, ich weiß halt selber nicht, wie es geht. Hä? Warte mal. Nee, oder? Das ist kein dummer Trick im Sinne von, dass ich es einfach so aufschreibe. Nein! Hey, du dachtest aber gar nicht, ich hätte es richtig gemacht. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, bestimmt. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Boah, das macht mich aggressiv. Ich muss nicht mal was machen. Leute, verschenkt so eine Scheiße doch nicht. Das macht doch nur Akku. Kannst du mir einen Tipp geben? Ich habe ja nicht mal einen Tipp. Leute, ich gebe euch dann nochmal ein Update in so 3,5 Stunden. Guck mal, wie süß. Das ist halt mittlerweile eine Dreiviertelstunde später und der sitzt da immer noch und versucht. Funktioniert nicht. Ich habe wieder keine Ahnung, was es ist. Hier steht nichts drauf und hier halt auch nicht. Okay, das ist cool. Oh ja! Darauf habe ich mich so gefreut gehabt. Das ist ein virtuelles Keyboard, also eine virtuelle Tastatur. Ich versuche das jetzt mal aufzubauen und dann testen wir das. Oh mein Gott, dann macht das sehr komische Geräusche. Kann man das erkennen? Oh mein Gott, aber wie verbindet man das jetzt? Okay, raste halt aus. Wenn ich jetzt hier auf Notizen gehe. Oh mein Gott, ich schreibe einfach hier drauf. Julia. Leertaste. Okay, so richtig funktioniert. Vielleicht muss ich mal ein bisschen das Licht dunkler machen. Hä, hey, gerade hat's funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht mehr. Was ist das? Okay, also er macht hat. Warum funktioniert es nur manchmal? Was ist das? Es funktioniert immer nur die ersten 3 Sekunden. Okay, ganz ehrlich, Leute. Ich glaube, dieses Teil hier war richtig teuer. Ich habe dieses Ding für 60 Euro gekauft. 60 Euro. Und es ist einfach scheiße. Und ich kann es nicht mal mehr zurückschicken, weil es schon so lange her ist. Nein. Und ich würde es so sehr an euch verlosen. Aber es ist halt einfach scheiße. Es funktioniert halt nicht. Ich habe etwas, glaube ich, sehr, sehr Dummes gekauft. Warheads Hard Candy Extreme Sour. Und ich glaube, damit warten wir, bis mein Freund wiederkommt. Weil ich möchte nicht alleine leiden. Für euch ist es jetzt gerade ein bisschen später. Wir sind immer noch an diesem Kack-Ding dran. Es funktioniert überhaupt nicht. Aber wir können in der Zwischenzeit schon mal die Süßigkeiten hier testen, oder? Eating multiple pieces within a short time period may cause a temporary irritation to sensitive tongues and mouths. Very good. Stell dir mal vor, jetzt so am Ende. Oh, es ist so überhaupt nicht sauer. Okay. Oh mein Gott, es geht ja gar nicht. Ist sie gut? Wer macht was, Harry? Oh. Es wird irgendwann besser. Ja, krass. Hä, oh mein Gott, jetzt ist es süß. Wenn es auch süß? Hä, voll geil. Ratet, was passiert ist. Größte Scheiße. Das haben wir nur mit YouTube-Anleitungen bekommen. Das schafft kein Mensch. Niemand. Alright, liebe Leute, kommen wir zum letzten Paket. Allerdings ist das auch das größte. Das heißt, ich glaube, da sind noch einige Teile drin. Oder ich habe irgendwas riesig Großes bestellt. Das kann natürlich auch sein. Oh mein Gott, ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Darauf habe ich mich die ganze Zeit so gefreut. Oh mein Gott, wenn das funktioniert und wenn das besser funktioniert als dieser andere Projekt da vorhin, dann ist das einfach das geilste Gadget auf diesem Planeten. Das hier ist nämlich, okay, wir packen das jetzt einfach mal aus. Ein Beamer, aber kein normaler Beamer, sondern ein Beamer, der übers Handy funktioniert. Das heißt, ihr könnt euer Handy mit diesem Teil hier verbinden. Darüber wird dann an eure Wand das Bild projiziert. Oh Gott, das ist so cool. Okay, wo muss das Netzkabel jetzt rein? Wir gehen mal kurz woanders hin. Hey, liebe Leute, ich befinde mich in der einzigen Ecke dieser Wohnung mit einer etwas breiteren weißen Wand, ohne dass ich irgendwelche Dinge von der Wand reißen muss. Drücken Sie die An-Taste. Oh mein Gott, es geht an. Ich erkenne gar nichts. Okay, ich würde sagen, das Bild ist doch jetzt komplett crispy scharf, oder? Also ich erkenne es jetzt auf jeden Fall scharf. Und ich packe das jetzt hier ins Handy. Oh mein Gott, was passiert jetzt? Oh mein Gott, es wird einfach mein Handy angezeigt. Okay, wir gucken jetzt mal, ob wir mein letztes Video gucken können. Oh mein Gott!
mein Gott, Leute, und der Ton kommt sogar aus diesem Gerät. Oh, hello. Was ist denn? War das jetzt gerade ernsthaft Lipfiller-Werbung? Mit Silvi Mais? Wie viel Werbung kommt hier eigentlich? Muss bei dir auch dazu gesagt werden, dass das so eine kleine nervige wird. Dass ich eine Maske bin. Wir können gerade einfach mein Video auf der Wand gucken. Wie cool! Das geht doch bei normalen Projektoren nicht, oder? Wenn das jetzt sowas stinknormales ist, was man bei jedem Projektor machen kann, dann bin ich enttäuscht. Aber ich glaube nicht, oder? Okay, das war cool. Aber wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Es ist die eine Sache, dass Schönheitschirurgen-Werbung oder Lipfiller-Werbung mit bekannten Gesichtern existiert. Die andere Sache ist aber, dass die ja vor meinen Videos läuft. Warum läuft Lipfiller-Werbung vor meinen Videos? Ich möchte das nicht. YouTube, hallo? Ich boykottiere das. What the fuck? Aber gut, nichtsdestotrotz würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und zwar mit diesem Gefährt hier. Und ich freue mich so sehr darauf, Leute. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Das hier ist ein Churros Maker. Ihr habt richtig gehört. Und dafür gehen wir jetzt in die Küche. Okay, Leute. Das hier, ich habe übrigens was anderes angezogen, könnte entweder das beste Erlebnis unseres Lebens werden oder das größte Desaster ever. So sieht der wunderbare Churro Maker aus. Warum ist es hier jetzt schon wieder so laut? Das hier ist das wunderbare Ding. Und das soll man angeblich, oh mein Gott, sogar drehen können. Und ich würde sagen, machen wir den Teig. Tada! Okay, das Teil wird heiß. Fetten Sie die Antihaftbeschichtung der Backbleche etwas mit Öl oder Butter ein. Ich habe nur Klopapier, ich habe kein Küchenpapier. Klopapier und Küchenpapier sind sowieso fast das gleiche, deswegen, ja. Das sollte reichen. Ich habe jetzt hier diesen super weirden Wobbly-Teig. Das sieht so falsch aus einfach. Aber es ist ein Original-Churro-Rezept. Rezept? Kommt man nicht. Sollte das, glaube ich, eigentlich mit einem Spritzbeutel machen. Aber sowas besitze ich nicht. Okay. Es fühlt sich so falsch an, weil das so eklig glibbery ist. Und mein Teig reicht nicht mal für die komplette Form. Ja, ich würde sagen, da habe ich mal wieder ein bisschen zu doll gespart. Aber egal. Und jetzt sollen wir das umdrehen. Krass, das braucht angeblich einfach nur 2 Minuten. Das sind lange 2 Minuten. Okay, Leute, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Ja, ne? Warum geht es da nicht raus? Ich habe da einen großen Churro. Ich habe jetzt hier Zucker, weil Churros müssen am Ende in Zucker gewälzt werden. Das ist so eine Regel. Eigentlich in Zimt und Zucker, aber ich mag keinen Zimt, deswegen nö. Let's stir that bitch around. Okay, Leute. Der Moment der Wahrheit ist gekommen. Das hier sind unsere Churros. Ich hoffe, man erkennt überhaupt irgendwas. So sieht das gute Stück jetzt aus. Also nicht ganz so satisfying wie normale Churros, aber ich probiere das jetzt mal. Mmh. Oha. Schmeckt voll geil. Und schmeckt halt auch echt wie Churros. Und ist nicht mal frittiert. Also fürs Aussehen kriegt jetzt keine Sonderpunkte. Aber sonst. Oha, Mann. Ich hätte halt sowas von gedacht, dass das ein Fail wird. But it's not! Alright, Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es so ist, gebt ihm auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Alle Links zu den Sachen sind unten in der Infobox. Ob sie nun gut waren oder schlecht, falls es euch irgendwie interessiert, unten in der Infobox findet ihr alle Sachen. Wenn ihr Bock habt, dass ich sowas nochmal mache, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, was ihr am coolsten oder am dümmsten fandet. Hier sind noch meine 2 letzten Videos verlinkt. Da könnt ihr mich abonnieren. Da ist mein Vlog-Kanal, falls ihr den noch nicht kennt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Love you so much.